Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir testen heute mal für euch Schinkenware. Ich habe bekommen welche von Komet, von Leslie und von Nico. Das sind die gängigsten gewesen, die ich noch bekommen konnte. Die habe ich alle jetzt von Pyroland 2021 bestellt. Ich denke aber trotzdem mal, dass es Restbestände gewesen sind von 2020 oder davor sogar schon. Und dann schauen wir gleich mal auf die einzelnen NEM. Komet hat 6 Gramm. Kann ich mal zeigen. Komet hat 6 Gramm. Komet ist schön steinhart. So wie man es eigentlich von Komet gewohnt ist. Dann haben wir hier Nico. Nico hat eine NEM von 6 Gramm. Steht da unten. Verarbeitung nicht hart. Also ich kann es auf jeden Fall eindrücken. Da sind Luftlöcher drin. Sehr viele drüber. Und dann haben wir noch die von Leslie. Die haben 7,6 Gramm. Also schon ein bisschen mehr. Und sind genauso weich wie die Nico. Ja, und würde ich sagen, nehmen wir von jedem mal 2 Päckchen mit raus und schauen uns die an, wie die Schinkenware so ist. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. Bevor wir nochmal rausgehen, mir ist noch was aufgefallen, und zwar die Nico sind auch kleiner. Also man kann gut 1 Zentimeter, ja, ist das ein Zentimeter? Fast, ja, das ist fast ein Zentimeter oder sagen wir mal ein halber. Die Nico kleiner sind wie die Komet und die Leslie. Also auch mal interessant zu wissen. Deböller Schinkentest, wir fangen an mit Nico, dann Komet und zum Schluss Leslie. Naja, da war eher ein bisschen leiser. So, und der letzte. Ja, ich würde jetzt eher so sagen, die Nico sind eher so mittelmäßig. Wir schauen uns mal die Komet an. So, jetzt machen wir die Komet. Mal schauen. Die haben 1,5 Gramm NEM. Ja. Die sind auf jeden Fall besser wie die von Nico. Ja, deutlich besser. So, und der Schlusspfeil von Komet. Danach machen wir weiter mit Leslie. So. Jetzt machen wir die von Leslie und ich muss sagen, Leslie hat darauf verzichtet, eine Umbanderole zu machen. Das heißt, die sind wirklich nur noch aus Pappe, die Böller. Sonst war noch mal eine Papierbanderole drum. Jetzt sind sie halt einfach nur noch bedruckt. Nur wollen wir sagen, schauen wir uns mal an. Deswegen steht jetzt hier auch keine NEM mehr drauf. Muss sagen, ich muss noch mal hinhören, aber ich glaube, die sind genauso gut wie die Komet, muss ich sagen. Wenn nicht sogar besser. Ich würde sagen, die sind sogar besser wie die vom Komet. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und der letzte für euch. Ja, also ich muss sagen, Platz 1 belegt bei mir Leslie, Platz 2 Komet und der dritte Platz ist der von Nico.
Ja, Freunde, ich hoffe, dieser Schinkentest hat euch mal wieder gefallen. Gibt es ja nicht so häufig zurzeit und von daher macht's gut, bis zum nächsten Video.